Heute steht Jesus noch draußen und wartet. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, zu dem werde ich eingehen und das Mahl, das Abendmahl mit ihm halten. Das Abendmahl mit ihm halten. Jesus steht vor der Tür. Und er wartet auf dich, Bruder, Schwester. Mach dein Leben auf. Öffne dem Herrn dein Herz, was gerade ist. Ich möchte ein Weihnachtslied hier noch erwähnen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und wie war das bei der ersten Ankunft Jesu? Sie hatten keinen Raum in der Herberge. Sie haben für alles, für jeden Rummel Zeit gehabt, die Volkszählung, alles vorbereiten, das Gesetz des Kaisers zu erfüllen. Hier, heute Corona, die ganzen Hygienevorschriften, mich ekelt's. Ständig mit den Leuten zu reden, die sprechen immer auf Corona an. Was macht ihr? Wie geht's euch? Und wie verhält ihr? Das ist ja eklig. Wir sollen mehr über Gott reden, anstatt über Corona. Wir werden schon überleben, diese Katastrophe. Glaubt mir das. Ja. Viele Christen haben in den letzten Monaten, den Anschluss zur Gemeinde verloren. Viele. Ich erlebe das immer wieder. Viele Christen erleben das, kein Gottesdienst mehr, kein Gebet. Ja gut, zu Hause kann man beten, der kann man. Aber keine Gemeinschaft mit Geschwistern, Brüdern und Schwestern. Viele, 7 Monate, dann musst du verrecken mit der Zeit. Wenn du 7 Monate, mir reicht schon 7 Tage, wenn ich keinen Gottesdienst habe. Wenn ich mal im Urlaub war und zurückkam, habe ich nicht mal gewusst, wie predigt man überhaupt. Und jetzt muss ich vorstellen, manche haben monatelang keinen Gottesdienst und jemand sagte, ja, oder mir geschrieben sogar, es geht auch ohne Gottesdienst ganz gut. Verstehst du, der Teufel gaukelt dir was vor, es geht auch ohne Gottesdienst genauso gut. Wir haben ja Fernsehgottesdienst, aber Jesus ist nicht im Fernsehen. Fernsehgottesdienst reicht nicht aus, da verkümmerst du und da gehst ein vor dem Fernseher. Ja, du brauchst einen natürlichen Gottesdienst, dass ich meine Schwester, meinen Bruder sehe, dass er noch auf dem Weg ist, dass er noch lebt. Und eine Pflanze, die nicht regelmäßig begossen wird, die geht ein. Ja, eine Pflanze geht ein. Du brauchst den natürlichen Gottesdienst, so wie wir das heute haben. Du musst begossen werden, du brauchst tägliche Pflege, du musst den Pastor sehen, den Hirten sehen, auch den Schäferhund natürlich auch. Ja, du brauchst Betreuung, du brauchst geistliche Wartung, du musst mit dem Auto auch ab und zu mal in die Werkstatt gehen zum Kundendienst. Und Jesus ist nicht am Fernsehen gegenwärtig, das kannst glauben, was du willst. Und ich trete den Beweis auch an, denn da ist es nur voller Strahlung. Jesus lässt sich nicht verstrahlen. Jesus ist nicht am Fernsehen, in aller Liebe. Und wenn manche sagen, ja guck mal, die Gottesdienste, Joyce Meyer, die Kirche, das Auditorium ist voll, aber das sind Gottesdienste im letzten 2019, wenn du genau hinguckst. Oder hier Gottesdienste, da werden gezeigt aus Berliner Gemeinden, da zeigt ein Pastor Predigten, die sind schon 20 Jahre alt. Verstehst? Konserven. Da werden nur Konserven serviert. Am Fernsehen ist Jesus nicht gegenwärtig. Da hat er Angst vor dieser ganzen Strahlung. Viele Fernsehpredigten sind aus der Klamottenkiste, sind Wiederholungen nur aus der guten alten Zeit. Aber keine Botschaften, die heute live gegeben worden sind. Alles nur Augenwischerei in aller Liebe. Ein Lied aus 1623, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der Halben, wir mit Freuden, oder man mit Freuden singt, gelobt sei Gott, mein Schöpfer reich an Rat, er ist gerecht, ein Helfer wert, sanftmütig ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unsere Not und zum Elend bringt, zum Ende bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobt sei mein Gott, mein Heiland groß und dir. Verstehst du, da kannst nicht mal Amen sagen, du kannst nicht mehr sagen, danke Jesus, verstehst du, das wird dir alles verboten. O Land, Deutschland, Europa, egal was, Schweiz, Österreich, ja, o wohl dem Land, o wohl der Stadt, so dieser König bei sich hat, wohl dem, wohl allem ins Herzen insgemein, dass dieser König zieht ein. Es ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Ja, und das ist mein Gebet. Macht hoch die Tür macht weit, lass Jesus rein.
und kümmere dich nicht so viel um den und jenen, um Corona-Tote. Verstehst? So wie diese Frau, die hat mir gefallen im Münchner Bahnhof. Oh, wenn sie hat den Polizisten aus der Bibel vorgelesen, die haben sich nicht darauf eingelassen. Verstehst du? Die haben gesagt, das ist nicht erlaubt. Wir gehen nicht nach der Bibel, wir gehen nach Vorschriften. Und wir gehen nach dem Wort Gottes, ihr Lieben, und nicht nach den Vorschriften. Wir müssen bestimmte Dinge einhalten, egal. Aber wir gehen nach der Bibel. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Sonst ist auch die Tür für uns eines Tages zu. Geh ein zur Freude deines Herrn. Gott deckt einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Jesus, so kommst. Wir möchten uns bereit machen auf dein Kommen, auf deine Erscheinung in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Niemand wird dich da aufhalten können. Wir möchten dir als klugen Jungfrauen begegnen. O Herr, gib Öl in unser Lamp und lass uns leuchten. Wir möchten nicht einmal mit den törichten Jungfrauen dastehen vor verschlossenen Türen. Jesus, du kommst, um die zu holen, die bereit sind. Gib uns Gnade, hier und dabei zu sein, bei den Erlösten, bei den Klugen und nicht bei den Törichten. Erlöse uns von dem Zeitgeist. Erlöse uns auch von Corona. Lieber Gott, mach uns reif für dein Wirken, für das Wirken deines Geistes. Und Herr Jesus, wir halten und ich halte meine Herzenstür dir jetzt offen. Komm, Herr Jesus. Danke. Amen.